Ja, dann blicken Sie mal links. Glenn Kadam. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Mod Mariners mit dem Paddington. Und mit Leon. Und Eddie mit Glenn Kadam. Mitgebracht. Ich habe direkt reingelabert. Paddy, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Genau. Full Disclosure am Anfang hier natürlich. Die Firma Kirsch Import hat uns eine Flasche zur Verfügung gestellt von der Brennerei Glenn Kadam. Hier der 10 Jahre alte Glenn Kadam, 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefilterte Whisky aus den westlichen Highlands. Super nice, vielen Dank dafür. Ich bin super neugierig, weil... Ganz ehrlich, Glenn Kadam habe ich super lange auf dem Schirm, habe aber viel zu selten davon was getrunken und wollte das unbedingt mal mit dir probieren, weil, also ich habe den natürlich schon mal probiert und ich wollte aber unbedingt mal wissen, wie du den findest. Weil normalerweise, rein von den Daten her, 46 Volumenprozente, vorwiegend Bourbonfässer hier auch, ne? Nicht kühl gefiltert, das mögen wir auch immer ganz gerne. Und jetzt westliche Highlands, nicht weit weg von Vetterkern. Ne, wo man halt so denkt, so, das könnte was sein. Das könnte was sein, Leute. Also, auf die Gläser, fertig, los, würde ich sagen. Lass mal einschenken, hau Fliegen zu Fang da. Wir müssen jetzt nochmal einen einschenken hier. Und dann gucken wir mal, was der Korken, als erstes, Korkenplopp-Test. Oh, das war ein guter. Das war ein guter. Kleiner Quieter. Original, das war original. Es ist ganz ungewohnt, dass ich mal so eine große Flasche hier in der Hand habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wie muss man sich denn einschenken? Nee, macht man das Glas voll? Oder? Da merkt man auch schon, dass du keine Erfahrung hast, ganze Flaschen vor der Kamera einzuschenken. Machst du das richtig schön unterhalb der Kameralinie. Aber ich glaube, ich mache es auch selten. Ich mache es auch selten optisch schön. Ich achte immer drauf, dass der Whisky ins Glas kommt. Von daher geht es dir wahrscheinlich wie mir. Also was ich schon mal direkt von vornherein sagen kann, sehr helle Farbe, Strohton, Strohgold, wie auch immer man das, oder so Weißwein, wie, glaube ich, die Whisky-Profis da immer zu sagen. Ich finde diese ganzen Farbbezeichnungen immer interessant. Da gibt es ja komplett kreative Varianten. Ist aber, passt halt einfach. Und ich finde es ehrlich gesagt immer total sympathisch, wenn Whisky so kackenhell ist, weil das heißt halt einfach, nicht gefärbt. So sieht Whisky nun mal einfach aus, wenn er in normalen Ex-Bourbon-Fässern gereift wurde. Da sind wahrscheinlich auch ein paar Refill-Fässer dabei. Das werden nicht nur First Fills sein. Auch das ist komplett normal beim Single Malt. Und ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe diesen Whisky tatsächlich schon mal probiert gehabt. Den 10er hatte ich in Schottland bei Lorna irgendwann mal im Glas. Und habe dran gerochen und war sofort wieder in Schottland. Also was mir sofort auffällt bei diesem Whisky, ist diese krasse Kalksteinnote und eine sehr klare Zitrusnote. Also der riecht für mich 1A wie eine Kombination aus Limetten, Orangen und Zitronensaft und das auf Kalkstein. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wo das war. Ist schon extrem lang her, da war ich als Kind, glaube ich, mit meinen Eltern. Ich meine, das war Toskana oder Korsika. Auf jeden Fall irgendwas in dieser Gegend da unten. Ich meine, es war Korsika. Und in Korsika gibt es eine Gegend, die haben so Badegumpen, da kann man so hochwandern und dann gibt es so richtig große Kalksteinfelsen, wo du quasi in so einem Kalksteinbecken mit warmem Wasser baden kannst. Und das erinnert mich so ein bisschen an diesen Geruch von so total krass kalkhaltigem Wasser und halt dazu, wie gesagt, irgendeinen sehr zitruslastigen, also auch Orangenschale, also Orangenöl, also ätherische Öle, die mit Orange versetzt sind, die man so in diese Duftdinger, kennt ihr bestimmt diese Keramikdinger, wo man eine Kerze drunter machen kann und dann verdunstet das so. Das ist sehr, sehr stark in diese Richtung und so ein bisschen zuckrig, süß und das war es eigentlich auch schon. Also das sind so die Kernaromen, die ich aus der Nase rauskriege. Ich will direkt reinbeißen, ich fange auch schon an zu sabbern, Entschuldigung. Man muss wirklich sabbern, ne? Also ja. Ich versuche nur 2, 3 Worte zu verlieren. Alles das, was Leon sagt, rieche ich genauso. Für mich eine schöne, saftige Birne mit drin. Ein quietschheller Honig auch. So ein Klecks davon. Mhm. Und was ich halt, also und er riecht für mich
als ich angefangen habe, Single Malt Scotch zu trinken, wie die ersten Scotches, die nicht rauchig waren, irgendwie, also irgendwie hat er auch so ein bisschen oldschooligeren Charakter, ja. Er hat halt nicht so Sherry-Fässer oder irgendwas drin, sondern er ist halt irgendwie noch so ehrlich halt. Das ist aber auch nur so mehr so ein Gefühl, nicht eine Tasting-Note, die jetzt irgendwie legit sein soll. Aber so, man riecht dran und denkt so, ja, okay, hier, guck mal, geil, so vorwiegend Bourbon-Fässer, Brennerei-Charakter kommt ganz gut durch, ne? Also die Aromen finde ich wirklich nice. Also natürlich hat er bei 10 Jahren jetzt nicht die tiefste Komplexität oder sowas, aber das soll er auch gar nicht haben. Genau, ich wollte gerade sagen, also er lässt sich sehr schnell zusammenfassen. Er ist nicht sehr komplex. Er ist simpel, aber nischenmäßig interessant. Also er ist außergewöhnlich, finde ich. Kalk. Wie eine Margarita-Pizza. Und ja. Genau. Weißt du, wie eine Margarita-Pizza. Da ist nur Käse drauf, aber eine gute Margarita-Pizza muss man noch erstmal machen. Du mal mit deinen Pizza-Metaphern. Das ist, kommt in jedem zweiten Video. Ja, okay, ich beiß mal rein. Cheers. Flansche. Auf uns. Oh, ist der süffig. Oh, ist der süffig. Sommerwhisky, Leute. Sommerwhisky. Richtig geil. Sehr süß. Malzig. Dann kommen die Früchte. Hinten raus schöne, saure Bitternote. So ein bisschen wie Mandeln. Ja, Mandeln. Mhm. Ingwer. Zitrone, Zitronenbaiser, kennt ihr diese Zitronenkuchen? Ohne Zitronenkuchen, straight. Mhm. Also ja. Zitronenkuchen, auch mit diesem Zitronenzuckerguss. Ich geh nochmal. Lecker Kaffee im Finish für mich. Mhm. Und geil finde ich, dass der am Anfang macht der so einen Pfeffer, sing, und dann geht der aber weiter. Weißer Pfeffer. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich habe so am Anfang direkt so einen Pfeffer, sing, und dann geht er weiter. Ja, ja. Und das finde ich so spannend. Das ist auf jeden Fall... Ich finde das total, finde ich eine sehr, sehr spannende Marke. Die hatte aus meiner Sicht selten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Standardabfüllungen. Ich blende euch an, was die kostet, weißt du, ich glaube, unter 40 kostet der 10er, meine ich, aber nicht um die 30. Also er kostet irgendwie schon einen Tick mehr als 30 Euro, glaube ich. Ist halt für einen 10 Jahre alten Whisky natürlich schon nicht super billig. Über 40 würde ich davon nicht gehen, unter 40 finde ich es okay. Aber ich bin auch sehr gespannt. Wir haben noch ein paar andere Abfüllungen vor uns. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich fand die Brennerei vom Profil her auch immer genau, was Paddy gesagt hat, deswegen spannend, weil sie in den östlichen Highlands liegt. Und da liegen nicht so viele Brennereien. Und die Brennereien, die wir kennen, finden wir bisher eigentlich fast alle spannend. Also ich als Glendronach-Fanboy, Vetterkern-Fanboy, Glendeary bin ich nicht ganz so ein Riesenfan, aber an und für sich mag ich östliche Highland-Brennereien sehr gerne. Und bin gespannt, was da noch so auf uns zukommen wird. Das ist auf jeden Fall wirklich ein Whisky für Leute, die sagen, bitte gerne Bourbon-Fass Sommer Whisky, würzig, wuchtig, Zitrusnoten, straight und ehrlich. Das ist, glaube ich, auch wirklich, was ihn am besten beschreibt. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass der halt so für Leute, die gerade eingestiegen sind, also unbedingt gemacht ist. Also schon so ein bisschen fortgeschrittener Trinker, hätte ich fast gesagt. Also Leute, die sich im Scotch-Bereich auskennen. Glencadam hat halt, also ich finde ihn schon ordentlich wuchtig und würzig. Ne? Also das, ja, hat er auf jeden Fall. Ne? Und ich habe mal ein bisschen Wasser dran gemacht auch. Bei mir finde ich ganz gut. Also ich mag auch so, im Abgang hat er so einen schönen Filterkaffee, und das habe ich oft auch gerne bei Bourbonfässern. Das mag ich auch super, super gerne. Ich finde find den Abgang auch nicht so super flach oder sowas, sondern der ist okay, der fadet schön raus, lässt einen angenehmen Geschmack im Mund, als wenn man halt so in eine Orange gebissen hat und man hat noch so zu viel Weißes dran gelassen, so leichte Bitterkeit, aber so Orangen, Bitterorangen, Blutorangen-Geschmack. Oder Pampelmuse, so, ne? Ja. Polemo. Pomelo, diese, es gibt auch diese. Das ist eine Melone, aber. Nee, das sind diese Hybrid-Dinger, die sehen aus wie ganz große Orangen. Das sind Pomelos. Die heißen, das ist wirklich, jetzt zeige ich dir mal. Das ist ein ganz freakiges Ding, aber das erinnert mich sehr an diesen Geschmack. Die sind nämlich auch so ein bisschen bitter, sauer, süß. Mhm. Ja, Pomelo heißen die, glaube ich. Also mit Wasser wird das alle, Nase wird zugänglicher, wird ein bisschen süßer, kommt alles so ein bisschen leichter raus. An was erinnert mich denn das? Da ist noch was anderes. Der hat so eine ganz gewisse Säure und Bitterkeit und Süße in einer Kombination. Ich glaube, es sind echt, ja, so Grapefruit und Pomelo fasst es am besten zusammen. Das sind wirklich diese Art von Zitrusfrüchten mit dieser gewissen Bitterkeit und Säure drin. Freaky.
Ja, also Grapefruit im Finish, ganz deutlich für mich, ehrlich gesagt. Hast du mal Fanta Pink Grapefruit getrunken? Die nur ohne Zucker, komplett ohne Zucker. Ja, genau. Ja. Ne? Also das so, schmeckt doch nach dieser Pink Grapefruit so ein bisschen. Mit Wasser finde ich den einfach noch süffiger. Für mich, ich mag den richtig gerne, finde den toll. Der kann für mich echt gut in Sommerabende rein, wo man den halt echt lecker trinken kann. Aber einfach so, weil der halt irgendwie auch voll in meine Kerbe haut. Mal wieder. Ja, 46 Volumenprozente, Bourbonfässer, Scotch in your face. Jetzt mit ein bisschen Wasser habe ich tatsächlich eine ganz leichte Seifennote, die mich gerade so ein bisschen irritiert. Die hätte ich nicht so ganz erwartet. Und ich glaube auch, was man auf jeden Fall sagen sollte, also die Bitternoten sind schon sehr deutlich. Ich glaube, es gibt sicherlich Fans, die eher so auf der süß-milden Seite unterwegs sind, die mit den Bitternoten vielleicht nicht ganz happy sind. Das sollte man schon dazu sagen, glaube ich. Wer aber Bock auf wer Bock auf sowas hat und wer auch mit so ein bisschen Bitterkeit und Säure umgehen kann, ich glaube, wie gesagt, Sommerwhisky, glaube ich, ist der richtig geil. Ist wirklich so. Ist schon ein kräftiger Mord. So mehr so auf der, bitteren Seite. Bitter, bitter, süß. Nice. Ich mag den. Ich finde das gut. Finde ich nice. Kann man machen. Glencadam 10. Und übrigens hier auch mal eingeblendet, gewünscht von dieser Person. Also wir lesen auch eure YouTube-Kommentare, blenden wir hier mal ein. Du hast drunter geschrieben so, hey, mach doch mal einen Glencadam 10. Da ist er. Hasse ihn, ne? War auch zufällig natürlich auch sehr, sehr praktisch, dass wir den auch gerade dann zur Verfügung gestellt bekommen haben von der Firma Kirsch. Aber hey, wenn ihr das habt und wenn wir das schaffen und wenn wir das ermöglichen können, dann verkosten wir natürlich die Videos, die ihr hier reinkommentiert. Aber da, mein lieber mit Malt Mariner Gucker. Vielen Dank. Weißt du? Ich wollte so schmierig sagen, dass wir Wünsche erfüllen. Aber natürlich nur, wenn es darum geht, dass wir Alkohol trinken dürfen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Jetzt hat er so Kaffee-Bitterschokolade. Ja, also ich finde, die Bitternoten sind schon sehr, sehr deutlich. Ich glaube tatsächlich, dass da schon einige Refill-Fässer mit drin sind. Aber ich mag den Grundcharakter auch sehr gern. Also das ist wirklich, es ist halt wirklich, ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, das ist halt ein Whisky für uns. Wir mögen sowas. Es gibt, glaube ich, halt voll viele Leute, die sowas nicht mögen. Also, ne, wird so, ich sag mal, die klassischen Leute, die so Glenfiddich 15, so Lehrer und Glenlivet 12 und Cadu. Ich glaube, denen wäre der halt einfach zu würzig und zu sauer. Also, so diese klassischen süß-mild-Whisky-Trinker. Klar, also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde es auch immer nicht so pauschal sagen wollen, ne? Weil ich glaube, es gibt halt Leute, die sagen, ja, ich mag gar keine rauchigen Whiskys und dann stellst du denen halt einen Glen Random von Eiler hin und sagst, hier, das ist mein Lieblingswhisky, probier den doch mal. Und die sagen so, oh, meine Welt neu. Ja, ja. Und ich glaube, so kann es halt auch bei Leuten gehen, die halt eher smooth oder weiche Sachen halt irgendwie trinken, wo du halt sagst, hier, probier das Ding nochmal. Und diese Geschmackskombination kann dann auf einmal doch funktionieren. Ich weiß es immer nicht, aber ich finde ihn sehr spannend, ich finde ihn sehr lecker. Mir gefällt es gut, aber ich gebe dir recht. Ich mag bitter, ich mag dieses Profil sehr, sehr gerne. Also ich bin aber froh, dass ich da jetzt so was ganz Klares habe, weißt du, wo ich halt ganz genau weiß. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr klar, genau. Dass das halt mein Profil ist. Das ist halt nicht so ungefähr oder ein bisschen, sondern so, ja. Ich glaube, es wäre total spannend, diesen Whisky zu blenden. Also minimal. Zum Beispiel einen winzigen, das hat Ralfi nämlich neulich gemacht in dem Video zu dem Queen Margaret, den wir auch gemacht haben. Der hat in den Queen Margaret einen kleinen einen Teelöffel Kaolila reingemacht und meinte, das ist jetzt der richtig, er meinte, das ist der ultimative Preis-Leistungs-Whisky, weil der Whisky, der Queen Margaret kostet halt nichts, ne? Und der Kaolila war halt auch nicht teuer. Und wenn jetzt überleg mal, du machst da noch irgendwie einen Teelöffel rauchen Whisky rein, das könnte auch richtig geil sein. Haben wir noch? Das müsste man auf jeden Fall machen. Lustigerweise, Glencadam war eine Zeit lang der Lead Malt bei Ballantines. Ja, macht Sinn. Jetzt ist Glenburgie. Ja. Echt schön. Ich glaube, ich probiere das kurz aus. Warte mal eben. Probier das nochmal aus. I'll be right back. Ich will gerade nochmal, ich habe hier noch so einen kleinen Schluck Glencadam. Ja. Ich will mach Rest.
Was machen wir rein? Also ich hätte den Sea Shepherd da, aber da ist, glaube ich, Sherry mit drin. Ja. Gerne, glaube ich, einen Bourbon-lastigen Whisky mit Rauch. Warte mal ganz, ich bin gleich wieder da. Hast du vielleicht den Navy Strength noch von... Siehst du? Der Paddy weiß Bescheid. Ist auch gut, dass ich halt den Stock von Leon auswendig kenne. Das Gute ist, dass ich halt das mittlerweile so auswendig kenne, was bei dir so rumsteht, dass du mich nicht fragen musst, wenn ich bei dir bin, was willst du trinken, sondern ich dir sage, was ich trinken möchte. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich mache nur ganz wenig rein, weil ich glaube, dass der ganz schön krass reinhaut. Ja. Ich habe jetzt wirklich eigentlich im Grunde nur ein paar Tropfen reingemacht, ehrlich gesagt. Ja, aber das könntest du ja schon mal bringen. Jetzt bin ich gerade neugierig. Blend-Experiment. Number one. Okay, er riecht einfach faktisch nur noch nach Navy Strength. Also er riecht, klar, der rauchige Whisky ist jetzt im Glas runtergelaufen, deswegen riecht er erstmal nur danach. Ja. Ich, Moment. Oh ja, Moment. Oh, das ist geil. Funktioniert? Ja. Shit, geil. Witzigerweise schmeckt er aber tatsächlich einfach immer noch wie eine bessere Version vom Navy Strength. Also die Aromen von dem Navy Strength, ist ja wahrscheinlich Kaulila, keine Ahnung, sind halt trotzdem so dominant. Also ich habe, ohne Scheiß, das waren 1:10 habe ich da jetzt rein, würde ich sagen. Also ein paar Tropfen, aber der dominiert schon komplett den Glencairn. Ja, also diese Raucher sind halt schon krass, ne? Das ist schon... Auch wenn es schmeckt, nice. Komm aus, aber ohne Witz, das ist echt ein richtig geiler Tipp, immer eine Flasche rauchigen Whisky einfach rumstehen zu haben. Wenn ihr mal einen Whisky habt, den ihr scheiße findet oder einen Blend, den ihr nicht mögt, einfach mal so einen kleinen Löffel Raucher rein. Und stimmt. Schon kann man daraus wieder einen angenehmen Whisky machen. Das habe ich am Anfang wirklich sehr häufig gemacht. Also mir ging es oftmals so, dass ich irgendwie Whisky-Geschenke bekommen habe mit Glenrandoms oder was. Und das habe ich dann tatsächlich. Die habe ich immer gepimpt mit ein bisschen Raucher. Und dann waren die immer nice. Das konnte man immer gut trinken. Gut. So, das Dumme ist, dass ich es jetzt gerade vercheckt habe, dass wir danach noch was anderes drehen wollten, wo ich keinen Rauch hätte trinken dürfen. Aber egal. Gut. Schade. Okay. Glencairn. Kommt noch mehr von Glencairn, blenden wir euch dann hier irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht verlinken wir mal irgendwann solche Videos oder so ein Quark. Auf jeden Fall ist es so, dass wir von Glencairn noch ein bisschen was zum Probieren haben. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist eine Brennerei, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man kräftige, bittersüße Schotten mag. Ich finde die nice. Okay, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Glencairn kennt, was ihr davon haltet und ob ihr damit Erfahrung schon gemacht habt. Und ansonsten abonniert diesen Kanal, macht die Benachrichtigung an, damit wir uns, damit ihr sofort benachrichtigt werden, wenn wir ein neues Video haben, weil es so wichtig ist. Und dann schreibt uns gerne eine Mail an info@malt-mariners.com. Wenn ihr Bock habt, eingeblendet zu werden als Malt Mariner der Woche, dann schickt uns gerne ein Foto, dann blenden wir euch hier ein. Und dann schaut auch ruhig auf der Website vorbei, www.malt-mariners.com. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram und wir sind auch bei Patreon. Also wenn ihr Bock habt, unterstützt uns ein bisschen, dann können wir uns ein bisschen Equipment noch kaufen, um diesen Kanal noch besser zu machen und einfach noch mehr hier rauszuholen. Aber jetzt sind wir mit dem weißweinartigen Glencairn, der auch hier so ein bisschen eintrübt, sehr sympathisch, sind wir erstmal raus und sagen so wie immer, bis später. Bis später. Ich muss echt aufpassen. Ich habe einen neuen Stuhl. Warte mal, ich muss mir die Kamera ein bisschen gerade rücken. Ja. So, ich habe einen neuen Stuhl und der hat jetzt so Lehnen. Und wenn ich jetzt hier anfange zu wackeln, dann hauen die Lehnen an den Tisch. Ja. Das ist richtig gefährlich, weil dann halt das ganze Setup, professionelles Setup ins Wanken gerät. Und dann wackelt hier das Ganze, guck mal hier so. Ich kenne das Problem. Ich hab das Problem ja auch, ja. So ist es. Mit meinem Setup. Übrigens, ihr könnt uns bei Patreon spenden, damit wir unser Setup mal verbessern können. Ist auch hart, wenn man das halt vor der Kamera sagt. Ich brauche einen Ständer. Für die Kamera.